Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, live aus den UFOmann Studios Berlin. Banished. Folge 12 heute. Die Folge 12. Ja, warum sage ich aus den UFOmann Studios? Die UFOmann Studios hier machen ja totalen Druck. UFOmann sagen die: Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Lass Banished nicht einschlafen. Und ich kann euch nur sagen, ja, ich bin dabei. Oh, hier ist ein Limit erreicht. Was ist denn das für ein Limit, ey? 300 ist doch kein Limit. Was brauchen wir hier noch? Eisen. Ah, Eisen, 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 Eisen. So, weiter geht's. Also ist ja nach wie vor ist jetzt für meinen Geschmack. Oh, wir haben frühen Frühling. Haben wir Farmer? Ja, 6 von 6. Naja, da müsste doch irgendwas passieren. Wir warten ja immer noch, dass wir irgendwelche Rinder kaufen können oder so. Vielleicht im Gegenzug für Kleidung. Ach so, vielleicht muss ich ja hier erstmal, siehst du, vielleicht muss ich ja hier erstmal irgendwas trade. Purchase, Auto-Purchase. Wenn... Merchant are revised when Merchant left. Ne, Autohandel möchte ich nicht. Orders. Kann ich noch nichts machen. Wisst ihr, vielleicht sollten wir tatsächlich... Da kommt der Händler, kommt der Händler, kommt! Der Händler kommt! Ja, der Händler kommt! Wie geil, wie geil. Guck mal, hier sehen wir sogar, der Händler ist angekommen. Gut. Pass mal auf, mein Freund. Wir wollen, wir wollen, wir wollen. Wir bieten dir Klamotten. Warte mal hier. Trade. Was hat er? Ein Wheat Seeds hat er. Dismiss the Merchant. Nö. Hau ab. Wir brauchen, Scheiße. Wir brauchen doch hier, Mist, meine ich. Scheiße nicht, ich meine Mist. Wir brauchen hier, Rinder. Rinder brauchen wir. Rinder, 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 Rinder. Oder sowas in der Art. Immer noch keine Leute im Boardinghaus. Die Kneipe ist fertig. Cool. Das ist auch schon... Ah, nee. Das ist nicht die Kneipe. Hier ist die Kneipe. Was ich noch sagen wollte, habe ich ganz vergessen. Was mich immer noch an dem Spiel... was mir nicht so gefällt, ist das hier mit dem Regen. Ich finde das zwar cool, dass es regnet, auch im Winter, dass es schneit, aber ich finde, dass die... Na gut, ist halt schon sehr realistisch, aber es ist wirklich nur im Sommer, wenn die Sonne scheint, dass man mal kurz die richtig schöne Grafik hat. Und das ist mir ja alles irgendwie zu milchig. Aber man muss natürlich zugeben, klar, es ist natürlich auch realistisch, wa? Was könnte man denn noch hier für schöne Gebäude bauen? Was haben wir denn noch nicht? Eine Kirche. Für die Gläubigen. Gibt es unter euch Gläubige, die gehen wollen in die Kirche? Dann kommt doch jetzt sofort oder erst später. Hier passt die Kirche gar nicht hin. Doch, hierher würde sie passen. So, baut mir da eine Kirche hin. Gut, oh, guck mal, jetzt ist wieder... Müssen wir vielleicht für unsere, wenn wir uns das Dorf uns angucken, immer den Sommer auswählen. Hier wird schön geackert. Später Frühling. Guck mal, scheinbar, wenn wir die Farmer dauerhaft eingesetzt haben, ist die Produktion noch ein bisschen mehr gesteigert, glaube ich, als wenn wir die im Winter entlassen. Aber unser Hühnerhof ist auch eigentlich viel zu klein. Okay. Ja, fällt mal hier ruhig, da habe ich jetzt gar nichts dagegen. Im Gegenteil. Es stört hier sowieso das ganze Zeug. Sehr schön, sehr schön. Und schon wieder ist schlechtes Wetter. Mist, Mist. 21 Grad plus. Eisenproduktion steigt. Sehr schön. Aber die, ich bin immer noch nicht zufrieden mit der Nahrung. Dann werden wir mal Folgendes machen. Wir werden mal Folgendes machen. Wir hatten uns ja eigentlich gedrückt, ein Gateway zu bauen hier hinten. Hier war das. Da hatte ich mich ja gedrückt vor.
2 von 4, okay. Der Jäger, hallo? Nee, 3, okay. 3 Jäger. Hunter, wo sind die? Hier, Hunter. Hunter, noch mehr Hunter. Ach doch, hier haben wir einen Great Gatorer, aber nur 2 von 4. Na, dann müssen wir einfach mal mehr Gatorer einsetzen, dann kriegen wir auch mehr Zeug. So. Okay, wie sieht's denn hier aus mit dem Steinweg? Der wird gebaut, ja, so peu à peu oder was. Da kommen sie angelaufen mit Steine. Bis hierher haben sie ihn schon gebaut? Ne, die tragen sie jetzt einfach nur nach da hinten hin. Wir haben aber 4 Bilder. Naja, die werden wohl zu tun haben. Nehme ich mal an, irgendwo, an irgendeiner Stelle. Die haben alle zu tun. Und warum hier keiner einzieht, das müsste man jetzt mal wissen. Warum hier keiner einzieht. Weil wir haben keine Obdachlosen, so einfach ist das. Wir haben einfach keine Obdachlosen. Wir haben keine Obdachlosen. Stein haben wir genug, Eisen haben wir auch. Klamotten haben wir auch. Ich würde jetzt auch nicht noch einen Blacksmith bauen. Komm, wir wollen hier mal die Kirche, die Priorität von der Kirche ein bisschen hochsetzen. Und die Geschwindigkeit, glaube ich, jetzt mal wieder. Und hier mal ein bisschen was passiert. Sobald der Trader kommt, werden wir mal vielleicht kurz mal Pause machen. Ah, der kommt scheinbar auch nur einmal im Jahr. So, sehr schön. Kinder wurden geboren. Okay, gut. Sehr schön. Jo, ich will immer noch einen Rinderstall machen. Vielleicht mache ich mal zur Überbrückung vielleicht doch noch einen Hühnerstall. Komm, wir machen hier einfach mal noch einen Hühnerstall. Was soll's? So. Läuft der eigentlich unter Farmer? Läuft ja unter Farmer. Gut, weil wir jetzt nicht so lange Zeit haben zu warten. Was ist low? Food ist low, ja, ja. Wir haben jetzt hier gerade noch einen neuen Hühner. Gleich ist außerdem die Ernte, meine Lieben. Und wir haben jetzt hier nochmal einen neuen Hühnerstall aktiviert, okay. Und dann gucken wir uns mal von oben nochmal unsere Stadt hier an. Der hat immer noch Probleme, der Taylor. Der braucht eigentlich noch mehr Leder. Der braucht eigentlich noch mehr Leder. Da könnte man eigentlich noch einen Jäger anstellen. Da könnte man noch einen Jäger anstellen. Hier. Die werden sie hier jetzt mittlerweile schon mal... Die hat er immer noch nicht alle eingefangen. Okay. Spätsommer. Eieieiei. So, jetzt muss man natürlich so langsam verliert man dann noch den Überblick, glaube ich. Wie sieht es hier aus? 3%, 7%, 39% ist der Marktplatz voll. Wird hier gebaut? Ja, so ein bisschen, okay. Lass uns mal die Statistiken hier nochmal eingesehen. Für ein Jahr das Futter, ja, Futter. Futter ist unser Problem. Einwohner... die stagniert jetzt, die Einwohnerzahl. Die Einwohnerzahl stagniert. Aber wozu baue ich euch denn hier dieses Obdachlosen-Ding, Mann? Verstehe ich nicht. Und hier geht es so fast gar nicht vorwärts. Doch, der Steinweg. Na gut, okay. Schleppend. Schleppend. Nahrung, Leute. Gut, wir sind kurz vor der Ernte. Naja, gut. Der fängt jetzt eher an mit seiner Hühnersache. Okay. So. Okay. 2 Herzmänner haben wir jetzt eingestellt. Ach so. Okay. Weiterarbeiten.
schneller arbeiten. So, guck mal, wie viel. Wir haben jetzt richtig viel Feuerholz. Das ist sehr schön. Aber da kann er ruhig noch ein bisschen mehr machen. Damit wir einen schönen Vorrat haben. Das hier ist der Blacksmith. Kann auch immer nur einer arbeiten, scheinbar. Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Blacksmith. Werden wir jetzt mal bauen. Blacksmith, 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 Blacksmith. Hier. Ein zweiter Blacksmith. Der kann direkt hier gebaut werden, oder? Direkt an der Mine? Können wir den da bauen? So. So. Oh, wie mutig. Einfach noch ein Blacksmith hingeknallt. So. Eieieiei, weiter geht's. Weiter geht's. Oh, die Kirsche, guck mal. Oh, wie schön die ist. Jetzt brauchen wir nur noch einen Priester einstellen, nehme ich mal an. Komm und... Oh, gleich 86 Member. Zack, sofort. Ist ja geil. Ist ja cool, 86 Leute, ey. Oh, Winter. Ahaha, Winter. Okay, die Ernte wurde eingebracht. Ein bisschen kommt da noch. Er arbeitet hier noch am Hühnerstall-Dingsbums. Entweder ich habe einen Trader jetzt verpasst oder es kam jetzt in der Zeit keiner. Ist unsere Kneipe eigentlich fertig? Würde mich jetzt mal interessieren. Ja, die Kneipe haben wir genau neben der Schule gemacht. Das ist doch eigentlich cool. Können die nach der... Also erst muss er arbeiten. Dann nach der Arbeit gehen sie in eine Schule. Und nach der Schule können sie sich dann die Latichte volljubeln. Ah, okay. Da brauchen wir aber noch einen. Ja. Los, fangen an zu arbeiten. Bierbrauer. So. 85 Leute gehen zur Kirche. Und zwei sind gestorben. Woran sind die gestorben? Auf Alt. Okay, Altersschwäche ist immer okay. Altersschwäche könnte von mir aus gerne sterben. So, dann müssen wir mal hier. Mach mal kurz ein bisschen langsamer. Überprüfen mal hier unsere Leute. Was ist denn das hier? Auf dem Marktplatz können so viele Leute arbeiten. Trader 2 von 6. Miner 4. Okay. Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Sorry, das hat jetzt das Spielvergnügen ein bisschen geschmälert. Dann lass uns doch jetzt mal ein Steinhaus bauen, wa? Steinhaus. Ja, wir bauen jetzt ein Steinhaus. Unser erstes Steinhaus. So. Da es ja sehr gute Bürger sind. Oh, guck mal hier. Hier stimmt irgendwas nicht. Was stimmt denn da nicht? Müssen wir gleich nochmal gucken. Sehr gute Bürger sind, können die sogar hier am hier können die wohnen. Das erlauben wir mal. Und hier kann auch noch einer wohnen. Hier wohnen dann die gut betuchten Bürger der Stadt erstmal, die ersten. So, was war hier mit ihm hier? Was ist das Problem? Was ist das Problem? The material required to perform work are not available. Äpfel brauchen wir. Ach du Scheiße, wir können ja verschiedene Biersorten herstellen. Ach, das ist ja cool. Müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Onion, Squash. Squash? Wir haben ziemlich viel Squash. Kann er aus Squash Bier machen? Kannst du Squash-Bier herstellen? Nein. Kannst du Beerenbier herstellen? Aber Beeren haben wir nicht, oder? 9 Beeren. Okay, da könnte ein paar...
gut, da müssen wir irgendwie eine Pflaumenplantage machen. Was macht denn der? Hier sind doch Pflaumen. Der macht doch Pflaumen. Müssen wir doch auch Pflaumen haben? Haben wir aber nicht. Haben wir keine Pflaumen. Sind hier noch Pflaumen drin? Die Leute haben die Pflaumen. Nö, wir machen Pflaumenbier. Wir haben noch eine Pflaumenplantage. Was soll denn das? Nö, ich mach Pflaumenbier. Hier, Blumenbier. Mach mal ein Blumenbier. So, was ist los? Habe ich einen Trailer verpasst? Habe ich einen Trailer verpasst? Ich meine, er ist ja extra blau. Das müsste mir eigentlich auffallen. Aber es kann auch sein, dass ich es verpasse, wie ich mich kenne. Trailer. Komm, wir werden jetzt auch mal damit der Trailer hier ein bisschen was... Ach, guck mal hier. Oh. Was ist das hier? Kriegen wir das? Onions oder Squash? Können wir da irgendwas machen? You must trade 20 Units. Okay. Jetzt können wir das jetzt hier anbieten, oder was? Dismiss. Ne, guck mal, hier können wir nämlich genau... Wir werden jetzt mal Kleidung anbieten. Vielleicht kommt der ja dann, wenn wir ein Angebot haben, eher. Kleidung. Leder nicht. Wie heißt das Zeug? Store Clothes. Clothes. Clothes ist nicht im Angebot. Bei Quantity sortieren. Feuerholz. Jetzt ist der Heilender gleich gekommen, ist ja interessant. Ah, okay. Ne, so, ich will aber dieses Zeug will ich gar nicht. Schnell wieder weg damit. Oder Squash? Ne, ich will, drei. Ich will, Autopushers. Ich will Hühner haben. Hühner, weißt du? Nicht Quatsch, Hühner, Kühe. Kühe will ich haben. Gucken wir mal, wenn er Hü... Er soll mir, wenn er Hü... Hat er nicht. Mann, komm. Ah, hier, guck mal, Orders. Hier, ein Order. Okay, dann lass mich mal was ordern. Ich ordere... Wurzeln kann man auch ordern. Fisch, Chicken, Cherry, Bean. Bohnen könnte ich ernten. Was ist denn mit, kann ich nicht... Ach Mist, Walnüsse, Kürbisse. Nur Essen kann ich hier ordern. Naja gut, dann wollen wir mal ein paar Bohnen ordern vielleicht, oder? Wir probieren jetzt mal, was da passiert, wenn wir Bohnen ordern. Gucken. Ich muss noch... Ach guck mal hier. Ich muss noch lernen, wie man... Wie man Bohnen tradet. Ich kann Kleidung, ach Eisen, doch hier Eisenwerkzeuge könnte ich jetzt auch anbieten, oder? Ist einer gestorben an Altersschwäche, hoffe ich mal. Ja. So, die beiden Sachen hier biete ich euch jetzt an. Ach, das ist der Essenhändler. Tatian, der Futterhändler, hau ab. Wir brauchen nicht einen Futterhändler, wir brauchen einen Rinderhändler. So Leute, die Folge ist schon wieder vorbei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss, bis zur nächsten Folge.